Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube. Heute habe ich Post bekommen und zwar von Blue Bricks und da war der TEE drin. Hier seht ihr die Bauanleitung, die ich auf dem Laptop habe. Da werde ich jetzt starten und ein bisschen bauen und werde euch das halt so nebenbei zeigen, die Bauschritte ein bisschen, wie weit ich immer bin. Den Rest zeige ich euch dann wieder am Tisch, wie das Modell fertig aussieht. Und wir werden ihn am Ende natürlich auch auf der Anlage fahren lassen und gucken, wie er sich verhält. Die Waggons habe ich leider nicht dazu bekommen. Das erzähle ich euch nachher am Tisch nochmal, warum das so ist. Aber ich fange jetzt erstmal an zu bauen. Ich möchte sehen, wie das Teil aussieht. Ja, was ich ganz cool fand, diesmal gab es zur Bestellung hier so eine kleine Packung dazu. Irgendeins dieser Modelle, denke ich mal, ist da drin. Es sind aber leider irgendwelche Nano-Blocks oder Diamond-Blocks. Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger heißen oder welche Größe was ist. Interessiert mich überhaupt nicht das Gebiet, muss ich sagen. Ist eine tolle Sache. Man kann sehr detaillierte Sachen anscheinend damit bauen. Für mich ist es nichts. Ich fange jetzt mit dem coolen Teil an. So, das noch einmal schnell zwischendurch. Das sind die ganzen Beutel, die jetzt im Karton drin waren. Ja, wieder relativ gut, ja, sortiert würde ich es diesmal nicht nennen, muss ich sagen. Meistens ist ja ganz gut sortenrein. Hier ist relativ viel durcheinander. Das wird ein schönes Wühlspiel und ich werde mich da durcharbeiten. So, kurzes Bauupdate. Habe leider was nicht so Positives zu berichten. Und zwar habe ich eine Platte, relativ lang, die da einen Defekt hat. Ich baue sie jetzt nach innen ein. Man kann Steine drüber machen. Ich hoffe, dass es nicht irgendwie beeinträchtigend ist für die Haltbarkeit, aber das ist natürlich nicht so schön, gerade bei so einer langen Platte, die man in der Farbe vielleicht auch nicht unbedingt in seinem Fundus hat. Also ich glaube, ich habe unten noch eine. Ich baue sie jetzt trotzdem so ein. Das wird schon irgendwie halten. Wenn nicht, muss ich halt gucken. Aber nicht so toll. Man muss alles zweimal bauen, da der Wagen ja identisch vorne und hinten ist. Ich hasse es, alles zweimal zu bauen, aber in diesem Falle muss man da halt durch. So, das muss ich einmal ganz kurz zeigen, weil das halt unten drunter ist und ich die Bauweise ziemlich cool finde. Hier hat man nämlich so eine dicken Steine, die halt an der Seite auch Noppen haben und die baut man dann halt ja, so hin und her unten gegen und am Ende setzt man dann halt hier noch so eine Slopes dagegen. Das finde ich schon ziemlich cool gemacht, sieht echt schick aus. So, kurz mal wieder ein kleines Update. Macht nicht denselben Fehler wie ich. In der Bauanleitung steht, dass man die Fahrgestelle zweimal baut. Da man das ganze Teil ja zweimal macht, identisch, dachte ich natürlich, wenn ich zwei Fahrgestelle bauen muss für einen Zug, dann muss ich sie natürlich viermal bauen. Das ist irgendwie in der Bauanleitung leider ein bisschen verwirrend, weil die anderen Fahrgestelle auf der anderen Seite sehen völlig anders aus. Ich habe mich schon gewundert, dass massenhaft Teile fehlen. Also macht nicht denselben Denkfehler. Man baut es nur zweimal, für jeden Zug halt einmal und dann baut man nochmal zwei andere Fahrgestelle, die dann auch an jeden Zug einmal rankommen. Ja, habe ich leider ein bisschen falsch gemacht am Anfang und habe mich geärgert, warum die ganzen Teile fehlen. Aber ist dann doch nicht so und ich baue jetzt lustig weiter. So, das ist der momentane Stand. Das sind 54 Noppen in der Länge. Ich bin sehr gespannt, wie das Teil in der Kurve aussieht, wenn er ja, um die Kurve fährt. Das könnte schwierig werden. Also da kann man wahrscheinlich nichts in die Nähe bauen. Ich lasse mich echt überraschen, wie das nachher aussieht. So, das will ich euch mal kurz wieder zeigen. Und zwar dieses Teil hier, was man hier gebaut hat, finde ich irgendwie mega genial. Ich konnte mir, als ich es eben gebaut habe, überhaupt nicht vorstellen, wo das Teil reinkommt. Jetzt zeige ich euch das. Man setzt es hier dann halt in zwei so Haken rein. Und fügt es dann da so ran. Also, das ist mal richtig genial, muss man echt sagen. Ich bewundere Leute, die da auf sowas kommen, weil das würde mir im Leben nicht einfallen, etwas so zu bauen. Das ist schon echt cool. So, hier will ich euch mal kurz wieder ein kleines Zwischenupdate zeigen. Und zwar finde ich die Bauvariante ziemlich cool. Man setzt halt hier diese Bögen komplett kopfüber mit einer Fliese unten drunter auf diese Fliesenseite hier. Und dann hat man hier diese kleinen runden Nupsis und da setzt man dann diese Lochsteine, die unten ja auch ein Loch haben, ein. Warte, ich zeige das hier mal. Da, genau. Die setzt man dann da drauf. Das finde ich schon eine echt witzige Bauart. Sieht cool aus. So sieht es jetzt allgemein aus. Soweit bin ich mit beiden.
Macht auf jeden Fall bisher Spaß, auch wenn es manchmal ein bisschen knifflig zu bauen ist, aber ist dadurch doch herausfordernd und ja, nicht langweilig. So, das ist mein jetziger Stand. Mittlerweile glaube ich wirklich, dass es da Fertigungstoleranzen bei Teilen gibt, weil ich bekomme hier vorne wieder mal nur Spannung drauf, wenn ich dieses Teil ansetzen möchte. Also ich komme nicht annähernd an diese Noppen da vorne ran, wo ich ran soll. Das haut irgendwie nicht hin. Ich habe da nicht genug Platz. Wenn ich da jetzt noch einen Stein drüber setze, steht es zu weit nach vorne. Und sorry, so. Dann steht es zu weit nach vorne. Es hat nicht mehr diese typische Optik, dass hier diese Kante ist. Dann hätte ich halt das so sitzen, genau bündig. Vielleicht werde ich es am Ende wirklich so bauen. Hab dann da einen kleinen Spalt, was ich auch doof finde. Wenn ich es randrücke, drückt es das hier immer wieder raus. Hier habe ich auch einen extremen Spalt, der irgendwie nicht nach unten geht. Also, boah, so richtig bin ich mit diesen komischen Bautechniken, die am Ende irgendwie nur auf Spannung sitzen, nicht so einverstanden und begeistert. Also hier drüben funktioniert es komischerweise, auf der anderen Seite irgendwie nicht. Also ich weiß nicht warum, woran es liegt. Ich schaue mal, ob ich eine Lösung finde. Mal wieder ein kurzes Zwischenupdate. Bisher keine weiteren Vorkommnisse. Der Bau läuft eigentlich ganz gut. Das sieht auch soweit schön aus. Und das hier vorne habe ich auch hinbekommen, weil da hat sich das so ein bisschen ergeben, nachdem man das hier oben jetzt drauf gebaut hat. Da wurde das dann ein bisschen besser und ich hatte nochmal den 2x4 oben gelöst, der unter diesem komischen Motorhaubenteil hier sitzt. Und habe das nochmal ein bisschen nach vorne gedrückt, dann nochmal da die Spitze rangedrückt, dann den 2x4 wieder raufgemacht und dann saß es einigermaßen. Aber hör auf, mit Vorsicht zu genießen. Also es sitzt da vorne nicht Bombe drauf. Sieht man auch hier vorne ganz gut, dass da wirklich nicht die Noppen, man sieht es da, nicht ganz drin sind. Also ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ist halt ein bisschen, ja, auf wackeligen Noppen. So, ich bin dann soweit fertig. Ich zeige euch das fertige Modell gleich oben. Hier habe ich einen riesen Batzen Teile noch über. Ich habe den, ja, Batteriekastenersatz bei einem nicht eingebaut, bei dem anderen ja, damit ich euch das zeigen kann. Ja, dadurch sind ein paar Teile über. Ich brauche das da drin nicht. Das ist zusätzliches Gewicht, was man sparen kann, wenn man das nicht einbaut. Demnach werde ich auch bei der anderen nachher das wieder ausbauen, weil ich es da drin nicht brauche. Und ja, jetzt gehe ich hoch zu meinem Review-Tisch und zeige euch da das fertige Teil. Da haben wir ihn. Wie gesagt, zweimal das Teil identisch, vorne und hinten. Einen nehme ich jetzt einfach mal aus dem Bild. Und wir schauen uns diesen einen hier an. Rollen tut er einigermaßen gut. Ist jetzt nicht überragend, aber okay. Er ist verdammt schwer, wie ich finde. Das könnte natürlich mit den Waggons Probleme verursachen. Ja, die Waggons, ich hätte sie euch gerne gezeigt. Als ich den hier bestellt habe, war ich gerade online, als die E-Mail kam, der Benachrichtigung, dass das Teil jetzt verfügbar ist. Ich natürlich sofort rein, bei den Waggonstand zurzeit vergriffen. Ich das Teil bestellt, habe mir von Kobi noch was dazu bestellt. Ja. Und halbe Stunde später kriege ich dann die Information, dass auch die Waggons verfügbar sind. Ich bei Blue Bricks angerufen, aber leider ist es nicht möglich, da mal was hinzuzufügen zu der Bestellung, weil die Buchhaltung das irgendwie nicht verarbeiten kann. Fand ich persönlich sehr schade und auch nicht sehr kundenfreundlich, muss ich sagen. Dann wurde noch versucht, meine Bestellung zu stornieren. Das ging angeblich auch nicht, weil die Rechnung schon gedruckt war. Finde ich auch sehr schade, weil ich hätte auch sagen können, Leute, ich storniere die Bestellung. Das Recht habe ich ja und da hätte ich einfach 3 Stunden später neu bestellt. Habe ich jetzt nicht gemacht. Es war nicht möglich, diese Waggons dazuzufügen. Ich hatte jetzt auch keinen Bock, nochmal 5 € extra Versand zu bezahlen. Bestell sie beim nächsten Mal mit, wenn sie einfach dann noch verfügbar sind und ich sowieso mir wieder was bestelle. Trotz alledem, Blue Bricks, falls ihr das seht, das ist echt nicht kundenfreundlich. Und sorry, da müssen die Buchhaltungsmädels vielleicht mal einen Schlag mehr tun. Es ist möglich. Aber jetzt zu diesem Modell und weg mit dem Ärger. Es sieht echt schön aus. Der einzige Teil, der mir nicht ganz optisch gefällt, ist diese Spitze. Weiß ich nicht. Ich mag das hier nicht. Das sieht irgendwie ja zu doll nach kindergebautem Lego aus. Also das gefällt mir irgendwie nicht. Es ist zwar gut gelöst, aber trotzdem nicht mein Favorit jetzt, sage ich mal, von der Bauweise. Ich möchte wetten, es gibt andere Möglichkeiten.
Ich persönlich würde es wahrscheinlich gar nicht hinkriegen, deswegen will ich da jetzt auch nicht zu doll meckern, aber man hätte bestimmt was anders machen können, dass es vielleicht irgendwie cooler aussieht. Trotz alledem, der Rest ist richtig schön, wie ich finde, besonders diese Fenster, die man hier einbaut. Super geniale Bauweise, finde ich mega genial. Hier sieht man leider wieder so ein paar kleine Überstände der Produktion. Den einen Stein innen drin habe ich euch ja gezeigt, der war völlig kaputt. Man konnte ihn trotzdem einbauen und ich konnte trotzdem Steine draufsetzen, war nicht das Problem. Dann schauen wir einmal unten drunter, das hatte ich euch ja auch schon gezeigt beim Bau. Das sieht wirklich cool aus. Die Bauweise fand ich auch richtig genial. Oben auch schön mit diesen Technikrädern. Super genial. Hier hat man so eine auf Hinge-Plates gelagerten Steine, die man zur Seite kippt. Finde ich auch genial. Kann man dann halt hier so anlehnen. Hier oben auch cool gemacht. Da hat er auch so leicht, ich hoffe, man kann das jetzt sehen, so leicht versetzte Steine auf dem Dach. Auch mal eine coole Bauweise. Ja, ansonsten zeige ich euch jetzt mal, was man hier abnehmen kann. Dazu muss ich jetzt mal genau gucken, wo das war. Da muss man ein bisschen gucken, weil das Rad hier blockiert das Ganze ein bisschen. Deswegen nehme ich das Rad jetzt einfach mal weg. So, da haben wir dieses Teil abgenommen. Dann können wir jetzt hier reinschauen und da kann dann halt der Batteriekasten rein. Jetzt habe ich natürlich genau den falschen geöffnet, weil der andere hat den Batteriekasten drin. Das ist einfach ein Batteriekastenteil, also so eine Art Trappe. Ich zeige euch es mal hier, da seht ihr das, am Fenster kann man ihn durchsehen. Deswegen habe ich ihn jetzt hier nicht eingebaut. Da kommt er rein, da sieht man auch diese kleinen Noppen, wo man ihn aufsetzt, damit man ihn gut wieder rausbekommt. Finde ich cool gelöst. Da haben wir dieses Teil, was man hier wieder einsetzt. Da muss man ein bisschen gucken. Das klemmt und hakt immer ein klein wenig. Jetzt habe ich es drin. Genau, die wieder rüber, das Rad wieder drauf. So, dann haben wir vorne die Fahrerkabine. Den muss man ein bisschen hoch machen. Der ist auch auf einer Hingeplate gelagert. Dann das Teil abnehmen, ein bisschen zur Seite rausziehen und dann können wir hier einen Fahrer reinsetzen. Finde ich auch sehr cool, muss ich sagen. Da kann der Lokführer rein und den kann man dann wahrscheinlich sogar hier vorne durch die Scheibe sehen. Ich habe jetzt leider keine Figur zur Hand, deswegen habe ich es jetzt nicht gemacht. Aber ich denke, ihr könnt euch vorstellen, wie es aussieht, wenn dann hier, ich weiß nicht, kann man meinen Finger sehen, der Fahrer drin sitzt und rausguckt. Auch genial, muss man auch wieder ein bisschen gucken beim Reinsetzen, dass man diesen Stab da nicht runterhaut, den wieder leicht ran. Ansonsten haben wir, denke ich mal, alles dazu gesagt. Von der anderen Seite sieht er identisch aus. Wir gehen jetzt mal runter auf die Anlage. Ich habe natürlich noch keinen Motor drin, aber ich werde das Teil von einer Lego-Lok mal schieben lassen. Beide zusammen wird schwierig. Das zeige ich euch dann kurz, indem ich es mit der Hand mal über die Anlage schiebe. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. So, da haben wir das Teil jetzt. Dann werde ich euch mal zeigen, wie es aussieht, wenn es über eine Weiche fährt. Das wird jetzt erstmal noch geschoben und dann werde ich gleich halt einen dieser Triebzüge von einer Lok ziehen lassen oder schieben lassen. Also ihr seht, ich brauche zwei Leute dazu. Ist etwas schwierig, das zu zeigen. Ich glaube, man konnte ganz gut erkennen, wie sich das Teil verhält. Sieht eigentlich ganz gut aus. Und ich muss sagen, das sieht echt gut aus, weil er kommt gar nicht so schlimm raus, wie ich befürchtet habe. Das ist echt okay. Gucken wir uns das mal in der Kurve ein bisschen langsamer an. Also klar, schert er aus, aber ich finde es zum Beispiel nicht optisch so schlimm wie bei dem Containerwagen. Das sieht schon echt ganz gut aus. Gut, dann zeige ich euch mal, wie es aussieht, wenn er in die Weiche reinfährt. Auch das ist richtig okay. Stellen wir die Weiche einmal um und lassen ihn mal vorwärts fahren.
Und da muss ich sagen, das gefällt mir richtig gut. So, das Ganze werden wir demnächst noch ein bisschen perfekter machen. Ich werde mal gucken, dass ich mir jetzt noch schnell die Waggons besorge. Und dann werde ich nochmal einen Motor besorgen, den ich da einbaue, damit wir das Ganze dann vernünftig uns angucken können. Aber ich denke, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, wie sich das Teil auf der Schiene verhält. Ich persönlich finde, er sieht mega genial auf der Schiene aus. Das sieht echt cool aus, wenn der fährt. Hat eine beeindruckende Länge. Das ist wirklich ein schönes Teil. Dann sind wir auch schon durch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Zug haltet und ob ihr euch den kaufen würdet oder nicht. Ich finde ihn Bombe, klare Kaufempfehlung. Hat ein, zwei Mankos beim Bauen. Aber ansonsten, wenn er fertig ist, ist er auch sehr stabil und ist ein echt schönes Teil. Und dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, die Noppensteinstube sagt Tschüss.